Bei einem Treffer durch eine Fernkampfwaffe, bla bla bla. Nö. Und dann, du kriegst erstmal das bessere Ding. Ja, will ich Kehle den da verabreichen? Ja, mach ich mal. Na ja, gut, da kriegst du den Hagunzar und wir verschrotten das dann noch. So. Und mentales Duell. Auch wenn wir das kaum brauchen werden. Nimm du mal das. Psy-Shield. So. Letzter Auftrag. Alle bereit? Dann starten wir los. Ja, erstmal brennst du ein bisschen. Das ist der letzte Konflikt. Sie werden nach dem Start nicht mehr zur Sternenkarte zurückkehren. Sie sollten wirklich bereit sein. Ja, bin ich auch. Ja, da geht Kyras in der Lava baden. Da erhebt sich Diablo. Von Planeten bist mir nicht fremd. Cyrene war meine Heimat. Doch als die Not offenbar wurde, zögerte ich nicht, die Inquisition zu kontaktieren. Durch meine Hand brannte Cyrene nieder. Cyrenes Geheimnisse leben nun ausschließlich in mir weiter. Und sie werden mit mir sterben. Ob ich nun siegreich bin oder erschlagen werde, meine Sünden werden Vergeltung erfahren. Dies ist das letzte Testament.
Testament von Gabriel Angelos, Captain der 3. Kompanie der Blood Ravens. Retter von Tartarus, Verderben der Black Legion, Diener des Imperators. Jo. Schurikenkanone im Einsatz. Das heißt, wir machen wieder mal unseren Spießrutenlauf. Warum auch immer ich hier noch Gegenstände finde eigentlich. Denn da müssen wir mal loswerden. Es ist hier unsere Strategie aufzugeben, gut zu wissen. Ja, sterbt hier mal ein bisschen. Noch eine vergoldete Seele, auf die verzichtet wurde. Oh, was unterdrückt denn hier? Oh, da hinten wird wieder was rangeworbt. Ach, das da. Unterdrückt. So, jetzt sind die mal unterdrückt. So, wir können neue Warpspinnen herbeirufen. Und die da hinten in unserem Rücken noch vernichten. So. Hier ist unser großes Gebäude. Hier sind auch Anforderungen zum Energiepunkt in der Nähe. Die vielen Dekaden waren mir eine Ehre, Gabriel. Empfehlen Sie meine Dienste dem Imperator. Der Imperator schütze Sie, Skriptor. Ich gehe nun, Ihren Orden zu erlösen. So sind die Wege der Dämonen. Sie belügen, leiten uns fehl. Sie zu vernichten ist der einzige Weg, ihren Einflüssen zu entgehen. Jo. Sie haben hier eine Kampflinie. Cybot. Fernkampf-Cybot. Ja,
Ihr geht mal sterben. Du eroberst den Punkt. So. Noch eine Waffe. Das reicht nicht, um Kate zu rufen. Mist. Ich kenne meinen Weg. Außer ich cheat ein bisschen. Eine leichte Veränderung. Spinnt ihren Tod und webt ihren Untergang. Wir müssen fort. Aber oh, ich kann nicht cheaten. Schade. Na gut, dann gib mir den Umzar erstmal. Feuer Prisma ist ausgestattet und bereit. Die Prisma-Kanone. Der Schlag muss schnell sein. Ich glaube, Sie können mir schaden. Solange meine Abwartung an Ort und Stelle sind, bin ich unschlagbar. Krieger. Beschützt die Opfergaben. Mein Aufstieg ist noch nicht abgeschlossen. Ja. Fressen wir seine Opfergaben mal zum Frühstück. Ja, mein Phantomdruide kriegt aufs Maul, aber ordentlich. Und wiederbeleben. So, die beiden Sachen einsacken. Wir haben unser Ziel erfüllt. Energiepunkt und das Teil kaputt machen. Jo, da kriegt er jetzt Gabriel Angelos eins aufs Maul. Für die Blood Ravens! Wir wollen
Selbst da unten liegt jetzt eine Waffe rum. Eine Schande, dass ein Space Marine gefallen ist. Er hätte uns als nützliche Ablenkung dienen können, während wir vorrücken. Seine Insignien lassen vermuten, dass er einer ihrer Anführer war. Wie auch immer, er war trotz allem nur ein Mensch. Ich übernehme die Führung. Naja, nur ein Mensch. Jetzt ist Kyras da unten ganz alleine. Ja, hier einnehmen, dann können wir ja hier rummarschieren und das einnehmen. Ich habe sie für die Zerstörung preisgegeben. Punkt liegt voraus. Mhm. Da können wir auch unseren Elumzar dran heilen. So, jetzt bitte das Gebäude erobern. Und dann rufen wir Kane. Oh, an dem Punkt kommen wir nicht so leicht ran. So, Kane ist da. So, den Elumzar heilen. Die mal wegpusten, dich heilen. Was soll ich tun? Wird eine leichte Veränderung. So, den Elumzar ist wieder oben auf. Wir holen uns neue Phantomdruiden. Weil fahrzeugmäßig haben wir jetzt genug. Und Wurfspinnen. Lass die Lügenränder wissen, dass ihr Schäden schieben und unter dem Wandel. Ja, wir haben da noch jeweils zwei Punkte, also Anforderungen und Strom. Strom sogar noch drei. So, ihr schießt mal da drauf. Ja, wir gehen unten rum. Ich weiß gar nicht, was das Bevölkerungslimit ist, ob es 120 ist, also das Maximalbevölkerungslimit. Oder ob wir es einfach so weit hochtreiben können, wie wir hier noch Einforderungspunkte einnehmen können. Da habe ich irgendwie nie drauf geachtet, muss ich zugeben.
Aber wäre auf jeden Fall noch toll, noch einen in einem Zart zu haben. Oh, sie kommen noch oben rum. So, ihr macht mal einen Abflug. Ich habe die Last ihrer Infanterie von unseren Schultern geladen. Du nimmst den Kommandopunkt ein, du den Punkt. Niemand kann der Macht der Eldar Widerstand leisten.